Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Amerikaner müssen nach Ansicht von Bundeskanzler Schmidt ihre Bündnispartner ausführlich über die geplante Neutronenbombe unterrichten. Bislang, so sagte Schmidt in einem heute in Bonn veröffentlichten Zeitungsinterview, habe es innerhalb der NATO lediglich vorläufige Unterrichtungen gegeben. Würde die Bombe tatsächlich gebaut werden, ist nach der Einschätzung von Schmidt mit erheblichen psychologischen und strategischen Problemen sowohl zwischen den NATO-Ländern als auch im Verhältnis zum Osten zu rechnen. Zugleich wandte sich der Kanzler gegen die Vorstellung, dass es sich bei der Neutronenbombe, die kaum Sachschaden anrichtet, aber in einem bestimmten Umkreis alles Leben tötet, um eine noch schrecklichere Waffe handelt als die bislang bekannten. Hingegen hatte gestern der Bundesgeschäftsführer der SPD Barr erklärt, mit der Neutronenbombe werde die Skala aller Werte auf den Kopf gestellt. Der Mensch werde damit als zweitrangig eingestuft, die Erhaltung des Materiellen für wichtiger angesehen. Werner Schaver sprach darauf Regierungssprecher Bölling an. Egon Barr hat sich gegen die Entwicklung einer Neutronenwaffe ausgesprochen. Steht er damit im Gegensatz zur Meinung des Bundeskanzlers? Auch wenn einige womöglich hier einen Gegensatz aufzumachen versuchen sollten, es gibt einen solchen Gegensatz nicht. Lassen Sie mich sagen, dass die Diskussion über die neuartige Neutronenwaffe, wohlgemerkt Neutronenwaffe und nicht Neutronenbombe, wie von einigen geschrieben und gesagt wird, eine inneramerikanische Diskussion ist. Es gibt hier keine Entscheidung weder militärischer noch politischer Instanzen in Amerika, und deshalb gab es für den Bundeskanzler auch keine Notwendigkeit, mit dem amerikanischen Präsidenten in den vergangenen Tagen über dieses Thema zu sprechen. Herr Bölling, wenn eine solche Waffe käme, würde sie ja wohl auf dem Boden der Bundesrepublik stationiert werden. Wie wäre dazu die Meinung der Bundesregierung? Würde sie so etwas zulassen? Lassen Sie mich auf Ihre Frage, Herr Schaver, zunächst antworten, dass ich es für wenig verantwortungsvoll halte, wenn hier und dort nun unter dem Titel Neutronenbombe, wie es fälschlich genannt wird, waffentechnische Schreckensvisionen ausgebreitet werden. Jede Waffe, jede nukleare Waffe, und hier handelt es sich um eine nukleare Gefechtsfeldwaffe, also um eine kleinere Waffe, ist in der Vergangenheit, und so wird es auch in der Zukunft sein, mit dem Bündnis, den Amerikanern im Bündnis konsultiert worden. Und wie in der Vergangenheit, so würde es auch in der Zukunft sein, dass hier besonders sorgfältig im Bündnis konsultiert wird, nicht nur im Bündnis, sondern auch zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich halte ausdrücklich fest, dieses sind alles hypothetische Fragen, aber die Konsultation wird funktionieren, so wie sie in der Vergangenheit funktioniert hat. Über seine Gespräche in den USA und in Kanada wird Bundeskanzler Schmidt den französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing persönlich unterrichten. Das Treffen findet auf Einladung von Giscard morgen Abend in der Nähe von Straßburg statt. Andere europäische Regierungschefs will der Kanzler am Telefon informieren. In Bonn wird nicht ausgeschlossen, dass bei Schmidts Unterredung mit Giscard auch der Fall des illegal nach Frankreich ausgereisten früheren Bademeinhof-Anwalts Croissant zur Sprache kommt. Das baden-württembergische Justizministerium leitete heute das offizielle Auslieferungsersuchen nach Bonn, von wo es nach Paris übermittelt werden soll. Inzwischen wurde in Paris bestätigt, dass aufgrund des deutschen Haftbefehls nach Croissant gefahndet werde. Der Wirtschaftsstreit unter den Freien Demokraten birgt nach Auffassung von Parteichef Genscher keine Gefahr für die Einheit der Partei. Im Deutschlandfunk sagte Genscher heute, die Meinungsverschiedenheiten seien nicht ideologischer, sondern rein sachlicher Natur. Wenn man hier zwischen Marktwirtschaftlern auf der einen und Wachstumsgegnern auf der anderen Seite unterscheide, sei das gefährlich. Mit den Auseinandersetzungen in der FDP befasst sich auch die Sendung Report im Anschluss an diese Tagesschau. Die christlich-demokratischen Parteien Italiens und der Bundesrepublik wollen eine weltweite christliche Internationale aufbauen. Darauf haben sich führende Politiker der CDU und der christlichen italienischen Demokraten auf einer Sitzung in Rom geeinigt. CDU-Generalsekretär Geißler nannte in Bonn die Ziele der geplanten Organisation christlicher Parteien. Diese christlich-demokratische Internationale wird insbesondere diejenigen Völker unterstützen, die unter kultureller, politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung leiden. Und sie wird sich allen autoritären und die Freiheit einschränkenden Regimen entgegenstellen. Diese christlich-demokratische Internationale stellt Personalismus und Partnerschaft gegen Kollektivismus und Klassenkampf.
Und sie verfolgt das Ziel, sowohl den kommunistischen Kollektivismus als auch den Kapitalismus ohne soziale Bindung zu überwinden, als zwei Systeme, die wegen ihrer Verfallserscheinungen untauglich sind, eine Antwort auf die Probleme an der Schwelle des dritten Jahrtausends zu geben. Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft haben auf ihrer heutigen Sitzung in Brüssel beschlossen, dass die Mitglieder der EG Hering künftig zollfrei importieren können. Der Zoll betrug bisher 7%. Mit dieser Maßnahme soll der rapide Preisanstieg, der seit dem Heringsfangverbot in der Nordsee zu beobachten ist, gebremst werden. Allein in den letzten 3 Monaten kletterte der Preis für Hering um rund 30%. Nutznießer des Ministerratsbeschlusses werden vor allem die Vereinigten Staaten und Kanada sein. Auch nach dem heutigen Beschluss der europäischen Agrarminister wird der Hering eine teure Delikatesse bleiben, dessen Preis allein in den letzten 3 Monaten um 30% gestiegen ist. Denn zum einen werden die außereuropäischen Lieferanten ihre Preise dem geringeren Angebot sehr bald angleichen, soweit sie es nicht bereits getan haben. Zum anderen wird trotz Zollbefreiung der europäische Bedarf kaum zu decken sein. Allein in der Bundesrepublik, so gab die deutsche Delegation heute in Brüssel bekannt, werden in diesem Jahr mindestens 50.000 Tonnen Hering fehlen. Trotzdem konnten sich die Agrarminister auch heute nicht auf gemeinsame Schutzmaßnahmen einigen. Denn ein erster Schritt zu solchen Maßnahmen könnte nur in der von allen EG-Ländern strikt befolgten und gemeinsam kontrollierten Verlängerung des Fangverbotes für Heringe bestehen. Das aber scheiterte bislang daran, dass einige Partner wie die Holländer und die Belgier um Arbeitsplätze fürchten und andere Partner wie vor allem die Engländer die Erhaltung der Fischbestände für eine nationale und nicht für eine Gemeinschaftsaufgabe halten. So vertagten die Minister die Debatte bis in den Herbst. Und dies, obwohl die Kommission noch einmal auf die verheerende Lage hinwies und auf schnelle Beschlüsse drängte. Denn infolge der immer intensiver betriebenen Fischerei ist die Nordsee praktisch leer gefischt. Vor 10 Jahren gab es in der Nordsee noch 1,5 Millionen Tonnen Hering. Heute sind es noch allenfalls 10%, also 150.000 Tonnen. Das von der neuen israelischen Regierung verfügte Sparprogramm ist heute bei den Gewerkschaften und bei der Opposition auf scharfe Kritik gestoßen. Der mächtige Gewerkschaftsbund Histadrut trat zu einer Sondersitzung zusammen, um seine Haltung festzulegen. Der frühere Verteidigungsminister und Vorsitzende der oppositionellen Arbeiterpartei Peres verurteilte vor allem die drastischen Kürzungen im Verteidigungshaushalt. Die Regierung hatte eine große Anzahl staatlicher Subventionen gestrichen. Dadurch verteuern sich Lebensmittel, Benzin und die Preise für öffentliche Verkehrsmittel um bis zu 25%. Finanzminister Ehrlich wird das Sparprogramm morgen im Parlament in Jerusalem erläutern. Der israelische Ministerpräsident Begin traf heute in New York mit führenden Vertretern orthodoxer Juden zusammen. Morgen ist die erste Begegnung Begins mit Präsident Carter im Weißen Haus in Washington vorgesehen. Der ägyptische Staatspräsident Sadat hat heute erklärt, er wolle mit Israel zu einem wirklichen Frieden kommen. Sadat bezeichnete die Anerkennung Israels als Preis des Friedens. Zugleich erklärte Sadat in einem Interview, dass alle aus Ägypten nach Israel ausgewanderten Juden in ihre Heimat zurückkehren könnten. In Rhodesien gibt es Neuwahlen. Das Parlament wird nach einer Ankündigung des weißen Regierungschefs Ian Smith morgen aufgelöst. Die Wahlen sollen am 31. August stattfinden. Zahlreiche Abgeordnete der regierenden Partei von Ministerpräsident Smith hatten erst kürzlich eine eigene Partei gegründet. Die beiden einflussreichsten Gruppierungen der zerstrittenen schwarzen Nationalistenorganisationen in Rhodesien haben sich jetzt in Dar es Salaam auf gemeinsame militärische Aktionen geeinigt. Deren Hauptrivale ist Bischof Mutsureva, der am Wochenende nach längerem Exil in die rhodesische Hauptstadt Salisbury zurückgekehrt ist. Das sind Anhänger Bischof Mutsurevas, der zweifellos der populärste Mann in Rhodesien ist. Seine Gefolgsleute verehren ihn als schwarzen Moses. Wo der Führer des unabhängigen afrikanischen Nationalrats auftritt, setzt er Massen in Bewegung, immer zwischen 50 und 100.000. Er hat die Kirche als Wahlkampfmaschine, er ist populär, aber ein geschickter Politiker ist er nicht, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Trotzdem, diese Veranstaltung soll Ian Smith und der Organisation für afrikanische Einheit beweisen, wer der wirkliche Führer im Lande ist. Die OAU nämlich betrachtet die Patriotische Front mit ihren Guerilleros als die wahren Repräsentanten des Volkes von Zimbabwe und nicht Mutsureva. Umso mehr genießt er den stürmischen Empfang, ein Triumph über alle seine Konkurrenten im In- und Ausland. Das ist der Mann, der nicht an Lügen glaubt, der Führer für alle.
Er kommt zu euch nach 3 Jahren im Exil. So wird an Dabaningi Sithole angekündigt, der Präsident des Afrikanischen Nationalrats in Simbabwe. In einem kleinen Provinznest ist er angetreten, die Macht zu erobern. Wahlkampf, obwohl noch gar nicht sicher ist, ob es jemals Wahlen geben wird. Sithole, der sich vor nicht allzu langer Zeit noch als entschlossener Revolutionär gebärdet hatte, gibt sich jetzt gemäßigt. Ein Zimbabwe, in dem alle Rassen mitarbeiten will er, aber nur unter der Bedingung, ein Mann, eine Stimme. Allzu viel Zulauf hat er nicht. 500, vielleicht 600 Zuhörer in einem Ort, in dem rund 10.000 Schwarze leben. Die Konkurrenz hat die Begeisterung etwas gebremst. Gemeinsamer Gegner von Sithole und Musareva ist die Patriotische Front unter Joshua Nkomo und Robert Mugabe. Diese beiden vom Ausland kämpfenden Politiker werden von den rhodesischen Frontstaaten Mosambik, Tansania und Sambia unterstützt. Auf ihren Druck hin haben sich Nkomo und Mugabe gestern in Dar es Salaam darauf geeinigt, ihre getrennt kämpfenden Guerillasoldaten in der sogenannten Simbabwe-Volksarmee zusammenzuschließen. Mugabe und Nkomo werden von der Organisation für Afrikanische Einheit, OAU, unterstützt. Berichte über die Ausweisung von sowjetischen Militärberatern aus Somalia sind von der somalischen Botschaft in Nairobi heute als absolut unzutreffend bezeichnet worden. Am Wochenende hat es in mehreren Zeitungen geheißen, die Regierung in Mogadischu habe die sowjetischen Militärberater zum Verlassen des Landes aufgefordert, weil die Sowjetunion ihre Hilfe für Äthiopien, dem feindlichen Nachbarland Somalias, verstärkt habe. Vor der Felsenkirche im Tal der Gefallenen bei Madrid versammelten sich heute, am spanischen Nationalfeiertag, etwa 5000 Rechtsextremisten bei einer Gedenkmesse für den verstorbenen Diktator Franco. Der 18. Juli erinnert an den Beginn des Bürgerkrieges, als im Sommer 1936 spanische Militärs, unter ihnen Franco, gegen die Republik putschten. Die Menge sang die Hymne der faschistischen Bewegung und rief immer wieder Franco, Franco. Später wurde die neue spanische Regierung in Sprechchören beschimpft, während die Witwe des Diktators begeistert gefeiert wurde. König Juan Carlos hat inzwischen einen anderen Tag zum Nationalfeiertag erklärt, den 24. Juni, den Namenstag des Königs. Mindestens 14 Menschenleben und 30 Verletzte hat am Nachmittag ein Zusammenstoß zwischen einem Personenwagen und einem Autobus in der Nähe von Triest gefordert. Der Bus, in dem sich nach Angaben der Polizei 45 bis 50 Passagiere befanden, war nach dem Zusammenstoß einen Abhang der Küstenstraße zwischen Triest und Udine hinabgestürzt. Sämtliche Opfer des Unglücks sind Italiener. Einen Tag nach dem Verlust des gelben Trikots gewann heute der 22-jährige Frankfurter Dietrich Thurau die 16. Tour-Etappe von Morzine nach Chamonix. Thurau, der nach dem Gewinn des 121 Kilometer langen schwierigen Alpenabschnitts in der Gesamtwertung 11 Sekunden hinter dem französischen Spitzenreiter Thévenet liegt, wahrte seine Chancen, am Ende doch noch ganz vorne zu landen. Einer der großen Konkurrenten des Frankfurters, der Belgier Eddy Merckx, fiel heute mehr als 3 Minuten hinter den Träger des gelben Trikots zurück. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. Juli. An der Nordseite einer Hochdruckzone, die sich vom Atlantik über Südeuropa bis zur Ukraine erstreckt, ziehen Ausläufer atlantischer Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa hinweg rasch nach Osten. Aus westlichen Richtungen strömt mäßig warme Meeresluft nach Deutschland ein. Die Vorhersage für morgen. Zunächst wechselnd, vielfach stark bewölkt und einzelne Regenschauer. Nur am Alpenrand noch zum Teil länger anhaltender Regen. Gegen Abend greift von Westen ein Schlechtwettergebiet auf Deutschland über. Tiefstemperaturen nachts 10 bis 15 und Höchsttemperaturen morgen 16 bis 21 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West, besonders in Norddeutschland mit kräftigen Böen.